So, sorry für die technischen Probleme. Die Filme wurden im elektronischen Format eingereicht. Wir haben mehrere Formate eingereicht und haben das mit Format einfach mal ein anderes genommen und dann hat es auch funktioniert. Wahnsinnig atmosphärisches Ding, oder? Und wahnsinnig detailverliebt und wahnsinnige Kulissen und die ganzen Bewegungen. Also das spielt ja die Musik nicht nur im Vordergrund, sondern auch im Hintergrund bewegen sich die Köpfe und diese Männchen tun Dinge und so weiter. Das hat mich schwerst beeindruckt, vor allem dieses Detailverliebte, wie Captain Fantastic da ganz am Anfang auf diesem Hügel steht mit seiner rauchenden Zigarette und dann kommt so ein Windstoß und seine Haare bewegen sich von links nach rechts. Das war schon ganz schön irre. Ein bisschen Abzüge gibt es von mir in der B-Note. Erstens mal so die Heldengeschichte war mir zu typisch, zu Klischee und irgendwie hat der Held dann ja am Ende auch nicht gewonnen. Da könnte man fast sagen, also beim Thema Heldenhaft, irgendwie Superhelden gehen zumindest meistens gut aus, so, dann ist das nicht am Thema vorbei, aber ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, genau damit hat dieser Film, der ansonsten ja eher eine ziemlich normale Geschichte hatte, vielleicht sogar noch die Kurve gekriegt, das müsst ihr dann beurteilen jetzt. Ich fand ihn auch wahnsinnig beeindruckend, also unglaublich professionell, wie das gemacht ist. Mit so einem Gespür für wirklich für das Licht, für die Farben, fürs Tempo. Eben wie du schon sagtest, die Musik wird wirklich unterschwellig eingesetzt. Also das ist ein richtig, richtig guter Film. Und auch mit diesen kleinen Details, wie er da zum Beispiel das Publikum guckt, so, ne? Er guckt genau andersrum, weil er den Bösen sucht. Also diese kleinen Dinger dazwischen drin. Ne? Ich fand es auch ganz spannend mit der Unterbrechung, wo man mal die einzelnen Bilder sah. Das hatte was. Genau, mir geht es aber ähnlich wie Dennis, dass ich sagen muss, für mich ist es so ein bisschen am Thema vorbei. Es sei denn, man sieht es jetzt ironisch, so einfach heldenhaft. Das wäre das Einzige, was ich auch dran zu meckern habe, weil ich finde, das ist ein unglaublich gut gemachter, professioneller Film, der mir viel, viel Spaß gemacht hat. Ich schließe mich an, also die Geschichte, es war halt so eine Kriminalgeschichte, wirklich was Heldenhaftes habe ich da jetzt nicht auch nicht erkennen können, aber also die Figurenanimation großartig, die Licht, ja der Schnauzbart von Ivan und so, ist am Computer gemacht natürlich, aber wirklich, also diese Details, der Clown, ich meine, jeder, der mal einen Brickfilm gemacht hat mit den normalen Minifiguren, weiß, ein großes Problem ist manchmal, dass die Arme halt nur nach vorne und nach hinten gehen. Der Clown hat sich plötzlich seitwärts bewegt da in diesem Wagen oder auch der schwarze Magier, der in seinem Wagen plötzlich am Fenster steht mit hinter dem Rücken verschränkten Armen. Also wirklich Hut ab, richtig, richtig gut. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, die Lichtstimmung, also gerade abends in diesem Zirkus, also diese ganze Zirkusumgebung, wirklich toll. Beim zweiten Mal war der Schreckeffekt, als der Affe ins Gitter springt, natürlich nicht mehr da, aber beim ersten Mal haben hier einige, also nee, wirklich super. Schade, dass dieses Heldenhafte so ein bisschen fehlt, aber sonst technische Ausführungen, richtig gut. Vielen Dank.